Oh, ist der Odin schon so da? Ach, da ist er ja schon. Ja, ich bin da. So, jetzt geht's. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Dumm, die dumm, dumm, die dumm, die dumm. Okay, die dumm. Bitte, Blue? Sie wollten was? Sagen. Na, du liegst. Ich wohne hier gerade ein bisschen rum, dass ich mein Akrobaten-Ding hier mal ein bisschen hochpowern kann. Hat, warum, was haben wir denn jetzt schon wieder dir getan? Hat Odin jetzt die GIA geholt? Ja. Gut. Haben die schon wieder was getan? Oh, hier sind Zombies. Warum kann ich denn... Alter. Oh, ich geh mal weg. Wieso kann ich denn... War das mit R3? Nee, wie ging denn das mit den... Hm, was denn? Oh. Was denn? Wie konnte ich denn meine Waffen wegschmeißen? Ey, ich weiß das alles nicht mehr. Muss ins Inventar. Nee, nee, ich habe ja den Skill, dass ich die Waffen auf Zombies schmeißen kann. Ich glaube, drück mal irgendwie R3 zweimal rein oder sowas. Nee, du musst L2 musst du gedrückt halten. Nee, das war bei Dead Island. R2 meine ich ja. Ja. Alter, was war denn das? Ich schmeiß dir meine Waffe im Kopf und Chris tritt nochmal drauf. Aber alles ist total schnell. Okay, also wir müssen hier. Steckt was im Kopf. Ach, guck mal, auch wieder Käfigkampf hier, oder was? Au. Käfig? Stimmt, hier unten. Ach, müssen wir jetzt den machen hier? Ja, klar. Ja. Oh, fuck. Naja, dann mach mal. Geh mal runter. Wo ist denn. Irgendwo muss ja, wo ist Eingang? Wo ist der Eingang? Warte, vielleicht. Tür ist zu hier von diesem Ding. Oh, was ist nun? Oh. Ja, wir müssen hier einfach nur Wasser machen. Und was ist ein Ohr? Was ist ein Ohr? Oh, hier ist ein Fetter. Muss ich gerade verarschen? Hä? Wo denn? Ach so, dort. Ich glaube, ich bin keinen Schatten. Ich bin ja noch auf der Brücke. Ja. Oh, scheiße, tot. Lauf, lauf, Mann. Ich bin von der Brücke gesprungen. Und warte mal, ich bin da in der Nähe. Ich habe schon überlegt, gehabt das Spiel hochzuladen und den Titel des Spiels einfach ins Deutsche übersetzt zu stellen. Lassen, sprich, sterbendes Licht. Nee, kannst du auch so machen, passiert nichts. Du bist ja hier im Dreck. Keine Sorge. Ist ja immer noch Amerika. Ist halt so ein schönes, wie sagt man, Hintertürchen. Hintertürchen. Wo sie sich noch nicht so richtig. Ja, genau. Wo sie sich noch nicht so richtig einig gewesen geworden sind, was da jetzt nur ist. Oh, ich habe hier einen Brief mit Ausrufezeichen gefunden. Ach so, ich habe eine Notiz gefunden. Ja, wir wollten ja mal. Ne, jetzt wird es mir aber langsam wirklich zu viel zu planen. Oh, hier unten drunter ist ein brennender Zombie. Krass, aber Fetter. Jetzt wird es mir dann doch langsam zu viel zu vorlesen. Das könnt ihr jetzt dann doch vergessen. Höchstens wir wechseln abwechselnd. Höchstens wir lesen dann mal abwechselnd. Ja, ich denke mal, das kommt noch, weil guck mal, da ist eine Tür offen. Also wir müssen später hier sowieso rein. Nee, oder wir kommen dahin. Wir müssen das ja jetzt machen, da unten das leuchtet ja so. Wir müssen ja da irgendwie reinkommen. Verstehst du, was ich meine? Wow. Da Schießt ist irgendwie so ein Kanal, warte mal. Vielleicht müssen wir von der anderen Seite. Von der anderen Straßenseite oder so, warte mal. Ich suche auch schon. Wo muss ja hier ein Kanal? Ah, ich habe gewunden. Ich muss schwimmen unter Wasser. Ach, von der anderen Straßenseite in der Loch. Ach, da stand ich vor uns auch schon. Aber ich tue schwimmen und gehe einfach mal. Ich bin hinter dir. Dann lass ich mal Onkel den Vortritt. Ne? Ich guck zu. Das ist genauso ein Arena-Kampf eigentlich wie bei mir vorhin. Guten Tag. Hau rein. Ich will mehr in das Loch. Gib ihm. Renn. Cagefight. Nicht zuhauen. Odin lassen. Lassen machen, Alter. Ach, der mit seiner scheiß Cheater-Waffe wieder. Ich hab keine Cheater-Waffe. Da hast du eine Cheater-Waffe, sonst hättest du den mit drei Töten gekillt. Mit drei. Ich hab. Die hat nur 100 noch was. Mit hier sein. Mit Crash Cheater-Waffe.
Nein, ich habe ein Bein. Ja. Ich habe das Fleischerbein modifiziert. Oh, was passiert jetzt? Alter! 100 noch was. Raus hier. Was passiert hier? Ich geh in Deckung. Oh, ich bin... Gut. Ich glaube, er ist gerostet. Ventil hat die Hauptschleuse geöffnet. Oh, und die Ballastleitungen? Die was? Feurige Flatulenz, muss ich Ihnen alles erklären? Sie müssen natürlich alle Ventile der blauen Leitung schließen, um den Druck auszugleichen. Und zwar flott, sonst tritt mehr Gas aus als bei Oma nach dem Tellerboden. Okay, jetzt müssen wir uns beeilen. Im wahrsten Sinne des Wortes, hier brennt die Hütte jetzt, wat? Ich weiß gar nicht, ich stand ja unten noch in dem Loch drin. Ist da die Hütte am Brennen, oder? Ja, hier, jetzt die fackelt das ganze Ding hier. Hier oben. Oh, fuck! Wir müssen jetzt die ganzen Leitungen hier, schließen. Ja, genau. Hier. Hier ist einer. Alter! Ja, die blauen Leitungen. Das Problem ist bloß, an die Rädchen. Alter! An die Rädchen drehen. Überall, wo blaue Rohre sind, da ist ein Rädchen dran, da kannst du zudrehen. Sind hier nicht zum Zudrehen? Hat er doch gesagt, die blauen Rohre zudrehen. What? Alter, ich dachte, das war einer von euch. Ach, ich drück immer die falsche Taste, ich tue die mit UV-Strahlen vollleuchten. Ah, ich hab die Ohren tot, ey. Hier hinten, hier drüben ist auch noch eins. Hupfala. Ja. Bim bum. Oh fuck. Jo. Ja. Schön, schön. Hat jemand Blue? Okay. Ja, ich hab ihn geheilt. Jo, wir haben's. Zu Befehl, Boss. Soldat, wir müssen definitiv an ihrer Disziplin arbeiten. Alter, hier ist hier los. Die Autos sind seit wann sind denn die Autos komplett leer? Habt ihr das mal gesehen? Da war da sonst immer ein Schrepp noch drin. Guck mal, komplett leer. Warum lachst du? Da ist ja auch nichts mehr drin. Nee. Ich lache. Achso. Oh, Incoil oder wir sind durch. Boah. Geläuft da oben. Okay, Richtung. Jupp. Wo soll ich sonst hin? Ich mache heute weiter mal als Polizei oder auf, bis ihr kommt. Ja, aber. Lang hier. Hallo? Lang. Also irgendjemand läuft schon gerade an mir vorbei, an dem Polizeiauto. Aber ihr müsst ja nicht herkommen. Ist ja nicht keine Pflicht. Aber dann. So, hier, das ist zu yeah. Scheiße. Nur Scheiße. Yeah, Sack. Echt, das ist ein Sack. Ein Sack. Ich hab verstanden, ein Sack. Also, es nervt. Nee, ein Sack. Ich hab ihn. Wir haben jeder ihn. Achso. Zwei, also ja. Warum denke ich eigentlich immer über Odins Sachen nach? So, ich wäre beim Kommandanten das. Ja, aber man ladet es mit einer deutschen IP hoch und das soll ja Problem sein. Es sei, man hat ein Ösi. Ach Quatsch, das gibt, Quatsch. Das gibt kein Problem. Lass dich nicht so einschüchtern von den Medien. Eben. Gronkh und Sarasau waren die einzigsten, die angeschrieben wurden, weil die die meisten Reichweite haben und weil die größten Channels sind. Oder zumindest. Sarasau, weil er Gronkh kennt. Denke ich mal. Nee, und außerdem haben die ja auch diesen. Sind die ja auch eine Firma. Und da müssen die schon ein bisschen mehr aufpassen. Richtig. Ich denke mir mal, das haben die. Die haben da angeschrieben, weil die eben dieses. Diese Firma. Oh, da ja, haben, ja, dieses, wie heißt das? Wie heißt denn diese Firma, die haben hier. Gronkh noch irgendwas. Studio 71. Nein. Studio 71 hört nicht gehen, da sind sie nur mit bei. Nee, wie heißen denn, wie heißt du das hier, dieses... Ach so, du meinst Slay Massive? Slay Massive, genau. Mhm. Oder Play Massive, Slay Massive. Play Massive, ja.
Wir können ruhig reinkommen. Haben wir nichts dagegen. Genau, alle Jeff wartet. Schon. Ich sehe euch nicht. Alle Jeff. Mein Name ist Jeff. Ja, schon nochmal. Jeff. Am Arsch. Wie sehe ich eure Pfeile gerade nicht? Wenn irgendwas kommen soll, da hast du immer noch die Chance, alles runterzulöschen und dann das richtig. Ja. Was von daher ist, nur da gibt überhaupt keine Platte. Das ist, glaube ich, am Anfang nicht. Bloß gewesen zum Release-Hype halt, dass sie das minimal ein bisschen eindämmen, aber das können sie halt nicht. Alleine, guck dir alleine die PlayStation-Streams an, die so gestreamt wurden, wo die Leute gezockt haben, das haben sie geguckt am Anfang, wie die bekloppten. Guck dir auch mal die ganzen indizierten Spiele, die ich schon Let's Played habe, die Wahnsinn, auf dem Kanal drauf sind, von daher also. Eben, von daher. Gute Arbeit, Soldat. Ich öffne jetzt die Hauptdruckschleuse. Halten Sie sich bereit für ein Feuerschauspiel erster Klasse. Ich schaue mir das lieber aus der Distanz an. Wie Sie wollen. Wir haben 10 Sekunden. Hä? Was? Weg, 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 weg! Wie 10 Sekunden? Ich glaube, der hat die ganze Bude hoch. Das ist doch verrückt, der Kunde. Ich verpiss mich. Mit 10 Sekunden! Ja, wir haben 10 Sekunden, um uns das anzugucken. Ich gucke es mal an. Na, ich bin hier auf dem Dings drauf. Auf dem Haus. Auf dem Bus. Der ist doch bescheuert, der Kunde. Ah, nee, das brennt bloß. Ernsthaft jetzt? Nee, es brennt bloß. Der verbrennt bloß die Hand. Oh, geil. Wie soll das aber trotzdem? Das ist doch. Das ist jetzt ernst, sein Ernst hier, dieses scheiß. Fuck, ich hab Jeff gefunden. Das Gas ist wieder da. Hervorragend. Wie gesagt, er ist unersetzlich. Ich befürchte, wir müssen einen Ersatz finden. Lol. Alter, was für ein Kunde, ey. Ich glaube, Ich komme. Ich glaube, wir müssen ihn ersetzen. Wie geil war das denn bitte, Alter? Puff! Er ist unersetzlich. Ich glaube, wir müssen ihn ersetzen. Hinter dir. Hat sich eigentlich auch weggeschleudert oder noch nicht? Ja, ich habe auf dem Zaun gestanden. Das war echt lustig. Erst war nur Feuer. Und ich dachte, naja, okay, jetzt, ja. Und dann auf einmal ging die ganze Hütte hoch. Mir hat es natürlich auch vom Zaun gehauen. Obwohl ich mehr, so 20 Meter weg. Jo, ungefähr. Druckwelle halt. So, Das war's haben wir jetzt hier? Von der. Nee, wir haben hier noch. Ich gucke gerade, ob das. Jetzt sind wir wieder an einer normalen Mission. Heilige Angelegenheiten wäre das nächste. Ingenieure Tolga-Fragen haben mich kontaktiert, um mir meinen ersten Auftrag zu erteilen. Ziemlich schräge Vögel, ich soll mich mit ihnen treffen, okay? Plötzlich gut an. Plötzlich los hier. Schräge Vögel, immer gut. Ja. Wieder Mutti-Typ hier. Ja, genau, der war ja übel schräg. Mama ist glücklich. Mama ist glücklich, da sitzt so ein Sack auf. Mit einem lächelnden Grinsen als Tüte auf der Tüte. Fand ich gut. Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Ja, das ist ja wieder Forrest Gump, das hat ja nichts mit deinem Leid zu tun. Ja, ich meine bloß der Bezug darauf, weil wir haben ja Pralinen neben mir gebracht, ne? Nee, was war denn? Video und Pralinen, ja? Ja, Film und Pralinen. Ja, zum Valentinstag. Oh, hi. Ach ne, hier gibt's wieder so eine Kackmission. Ne, vergiss es. Da geh ich mal ganz schnell wieder weg. Das ist ein Ausrufezeichen. Warum gibt's hier Ausrufezeichen? Hier gibt's auch so. Ja, gibt's Ausrufezeichen. Hier gibt's Ausrufezeichen. Ach hier sind die Bienen. Fratzen. Wo seid ihr? Warte mal kurz, hier gibt's Ausrufezeichen. Komm mal, zwei Nebenmissionen. Affi hat die deutsche. Warte mal. Affi hat die deutsche Stimme von Liquid Snake. Ja, das sagte ich schon im letzten. Ja, ist richtig. Das hab ich im letzten. Im letzten Livestream schon gesagt. Das ist uns auch schon aufgefallen, diese hässliche Synchronstimme. Wer ist denn jetzt hier nicht da? Komm mal bitte. Wer ist nicht da? Wieso frage ich sowas überhaupt? Guck mal, nackte Frauen sind hier an der Wand. Wir sind in dem Haus drin. Guck mal. Wie seid ihr da reingekommen? Durch die Haustüre. Achso, unten. Guck
mal hier raus. Reingekommen. Du schon wieder? Sag mal, was machst du hier? Bleib locker, ich bin nicht mehr bei Rais. Eigentlich war das auch nur eine einmalige Sache. Zur Sicherheit des Turms und... es tut mir leid. Ernsthaft. Tatsächlich? Sicher. Ich war und bin Brackens Mann. Du kannst jeden im Turm fragen, wenn du mir nicht glaubst. Also, was ist los, Jafar? Wir haben Rais Funkverkehr abgehört. Eine seiner Crews hat auf der Baustelle irgendwas gefunden und war ziemlich aus dem Häuschen. Sie haben nicht gesagt, was genau. Aber es soll den ganzen Turm zum Einsturz bringen können. Jemand muss rausfinden, was es ist und das Zeug stehlen oder zerstören. Das bin dann ich. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Job. Das ging aber schnell, den Job zu kriegen. Man sieht dich dann. So, machen wir mal wieder hier die Ausrüstung. Hä? Achso. Drüben ist noch ein Ausrufezeichen. Zwei Stück sind es, oder? Ja. Garage. Aber ich habe hier noch diesen anderen Punkt, was. Ich glaube hier vorne die beiden Vögel. Aber warte mal, wir gehen erstmal in die andere Garage hier. Ich bin hier in der Garage, ich habe hier einen Ausrufezeichen. Mehr habe genau, ich nicht. Genau, hier, Said. Hier. Wo seid ihr denn da? Ach, hier unten. Hier. Ja, das haben wir doch das letzte Mal schön gemacht. Die haben wir doch schon. Hey, beruhigst du dich vielleicht erstmal, bevor wir reden? Aber sicher, mich beruhigen. Toller Rat, wirklich. Said, dein Problem ist gelöst. Yippie. Okay, dann hau ich eben wieder ab, du Arsch. Nein, geh nicht. Ich bin total gechillt. Also, ich fertige diese Fackeln für Rais, okay? Fackeln, so wie Signalfackeln? Nein, UV-Fackeln. Die Dinger in der Nacht können sie nicht ab. Wegen dem UV, verstehst du? UV steht für Ultraviolett. Ist so ein Wissenschaftsdingsbums. Verstanden, UV-Fackeln. Und weiter? Nichts weiter. Mein Zink ist mit Fluor verunreinigt und damit unbrauchbar. Außerdem habe ich kein Terpentin mehr. Das ist nicht schwer zu bekommen, aber jetzt ist alles schwer zu bekommen. Und wenn Rais-Männer kommen, um die Fackeln abzuholen? Männer? Psychopathische Neandertaler, auf Drogen trifft es wohl eher. Was brauchst du, um die Dinger zu machen? Nur Zink und Terpentin. Alles andere habe ich. Alles, was ich brauche, liegt im Lager des Zugdepots. Nur, kann jemand wie ich dort draußen keine 5 Minuten überleben? Überraschend, dass jemand wie du es überhaupt geschafft hat. Oh ja, ein Komiker. Haha, lustiger Mann, sehr lustiger Mann. Vielleicht kann ich dir helfen, aber in dem Fall will ich die Hälfte der Fackeln, die du herstellst. Die Hälfte? Niemals, hast du ein Rad ab. Besser auf die Hälfte verzichten, als gar nichts behalten, oder? Na gut. Na gut. Sehr leicht zu überzeugen. Okay, haben wir wieder ein paar Nebenmissionen, aber wir haben jetzt hier auch jetzt diesen Punkt. Der hier? Nee, der? Der. Wo ist denn eigentlich Odin? Der Fatih. Den kann man ja heilen, ne? Und Blue kann man ja auch heilen. Cool. Ja, ne? Da kriegst du ja XP für, Alter. Geil, wenn ich euch heile, Alter. Ja, aber ich stehe halt deine Medipacks weg. Achso, na wohl. Weiß ich gar nicht, ich weiß nicht, wie viele Medipacks ich überhaupt habe. Hat einer von euch es schon durch oder spielt ihr alles blind? Wir spielen alles blind. Blind. Blind, wir spielen alles blind. Wer ist denn jetzt hier schon wieder übelst weit weg vom Schuss? Kommt doch mal bitte her, lass uns doch mal die Mission hier machen. Ja, ich hab nur die Touch-Taste gedrückt. Warte mal, ich mach nochmal, kannst du nochmal die Touch-Taste drücken? Hä? Wo beamst dich denn da hinten? Na, mich blieb's hier zu dem Auto. Ja, aber Blut ist sonst wo. Ich hab hier auch noch oben Sachen, also so Pfeile irgendwie so. So, wir können ansprechen. Was? Ja, das sind ja alles bloß so Nebenmissionen-Betten und naja. Ach nee, Blue ist ja auch noch da hinten. Ja, du bist weiter weg, wa? Ja, mich hat es irgendwo Buxtehude hin verschleppt. Ach, Buxtehude gibt's hier auch? Ja. Ach, ich dachte, das gab's bloß bei uns. Seid ihr Tolga und Fatin? Ja, wie konntest du das mutmaßen? Mir egal, wie sein Primatenhirn funktioniert. Wir haben einen Job für ihn. Da hast du recht. Benutze einfache Worte. Verwirr ihn nicht. Die Ausrüstung muss transportiert werden. Und sie ist sehr schwer.
Wie schwer? Zu schwer für dich, Affenvieh. Wir werden sie stattdessen über unseren Köpfen per Seilrutsche befördern. Eine brillante Idee, nicht wahr? Das war meine Idee. War es nicht? Sagt mir einfach, was ihr braucht. Haken! Ist doch offensichtlich! Wie sollen wir die Ausrüstung denn sonst aufhängen? Suche im Lager des Zugdepots. Ob er weiß, was ein Zugdepot ist? Wahrscheinlich nicht. Und beeil dich. Dieses Projekt ist wichtiger als alles, was du mit deinem limitierten vormenschlichen Encephalon erfassen könntest. Versuche erst gar nicht, den Plan zu verstehen. Bloß nicht. Du bekämst ein Aneurysma vor Anstrengung. Ey, Albert Wesker, du hast vollkommen recht. Hm? Er hat nämlich gerade geschrieben, dass einer davon von Erkan oder Stefan oder Erkan oder Stefan. Und den hier, der hier sitzt, den hat man genau angehört, dass das Stefan war, glaube ich, der Blonde, ne? Nee. Wer war denn jetzt Erkan? Erkan war auf jeden Fall der Dünne. Der dünne Große, das war der hier. Stefan ist der mit dem Bart. Echt? Also das wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass das. Also, ich habe jetzt extra drauf gehört, weil er geschrieben hat, dass gesprochen hört man genau die Stimme an. Das war der hier, der hier sitzt. Der hat auch so dieses Nasale. Also nicht mehr Nasale, da hat er aber eine Nase. Ich glaube, dieses allgemein die Stimmen im Spiel sind sowieso sehr ironisch gewählt. Hörst du es hier? Also gerade, wenn die reden, ja, hörst du? Ja. Gute Frage. Ja, stimmt. Ey, krass. Das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Hätte der das jetzt nicht gesagt? Wäre mir das nicht aufgefallen. Dass das Wissen nutzlos war. Dein Wissen ist nutzlos. Der nicht, aber das ist nur der eine hier. Dann mach ich dich kalt. Geil. Der hat eine andere Stimme, aber der hier, das ist definitiv Erkan oder Stefan. Ich weiß immer nicht, ich kann die beiden nicht auseinanderhalten. Also heutzutage muss man die nochmal auseinanderhalten können. So. Die Zeiten sind vorbei von Erkan und Stefan. Ja. Das war witzig, wo es neu war, dieses Türkengelaber. Wo es noch nicht so verbreitet war. Boah, was war denn das? Explosionstyp. Jetzt hat man es ja alltäglich, dieses Erkan und Stefans auf der Straße. So, okay. Ja, stimmt.